Hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher und herzlich willkommen zu RE Aktuell, unserem Wochenmagazin auf RE1 TV. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und folgende Beiträge haben wir diese Woche wieder für euch vorbereitet. Handarbeit für einen guten Zweck, Z'Brottewang hat's wieder geweihnachtet, schaurige Atmosphäre und düstere Gestalten gab's beim Krampuslauf in Reute und alte Bräuche wieder neu entdecken, wir zeigen euch das Räuchern zur Weihnachtszeit. Am Samstag fand bei tief winterlichen Verhältnissen der allseits beliebte Brottewanger Weihnachtsmarkt statt. Es wurde auch dieses Jahr wieder ausschließlich Handarbeiten, die fleißige Hände aus dem Dorf angefertigt haben, verkauft. Der Reinerlös dieser weihnachtlichen Veranstaltung fließt auch diesmal wieder zur Gänze dem Sozialfonds Breitenwang zu. Franz Rupprecht war für uns vor Ort.